Let's go play mini golf. We're gonna ride some bikes, man. Mein Name ist Helmut Veit. Ich bin Entwickler und Geschäftsführer der Firma SASTEC. Wir entwickeln und vertreiben Protektoren für Risikosportarten. Es gibt zwei Konstruktionsarten. Das eine sind die altbewährten, bekannten Hartschalenprotektoren, die im Downhill-Bereich, im Mountainbike-Bereich immer noch State of the Art sind. Ein Hartschalenprotektor verteilt die auftreffende Energie auf eine größere Fläche, aber er dämpft sie nicht. Wir beginnen jetzt einmal in einer Messung für einen Hartschalenprotektor. Das Fallgewicht hat 5 Kilogramm. Es fällt aus 1 Meter Höhe runter im freien Fall. Achtung, wird laut. Bei 2 Millisekunden beginnt der Aufschlag. Und die ersten 1,5 Millisekunden haben wir praktisch keinerlei Dämpfungswirkung. Dann haben wir hier in dem Bereich einen extrem starken Ruck, das heißt einen extrem starken Anstieg der Kraft, die auf den menschlichen Körper einwirkt, in einer sehr kurzen Zeit. Der Peak nach oben hin ist relativ uninteressant für den menschlichen Körper, weil die Zerstörung schon in diesem Bereich stattfindet. Unser Ziel ist es, Protektoren zu bauen, die einen längeren Zeitablauf gewährleisten für den menschlichen Körper. Hartschalenprotektoren verteilt nur die Energie. Unser Prinzip der Dämpfung haben wir umgesetzt in einem viskoelastischen Weichschaum, der die auftreffende Energie über einen längeren Zeitraum an den menschlichen Körper weitergibt. Hier sieht man schon ganz deutlich, dass wir fast keinen Ruck haben. Die Kraft wird an den menschlichen Körper weitergeleitet und über einen langen Zeitraum gedämpft. Wir haben hier einen neuen Protektor für die Firma O'Neill entwickelt, der als besonderes Feature eine TPU-Folie auf der Außenseite hat. Diese Folie ist sehr kratzfest und scheuert fast nicht mehr durch. Auf der Innenseite erkennen Sie unseren sehr guten Schaum. Wir können jetzt mal eine Messung durchführen und Sie werden das Ergebnis gleich sehen können. Wie man jetzt hier erkennen kann, haben wir fast keinen Ruck, der auf den Körper einwirkt. Wir haben eine sehr lange Zeit vom Eintreffen der Energie bis zum Peak. Die Kraft verläuft fast linear nach oben. Wir haben keine zusätzliche Beschleunigung, die den menschlichen Körper zusätzlich noch belasten würde. Wir haben hier ein Konkurrenzprodukt, das ich Ihnen jetzt auch mal eindeutig vorführen möchte. Wir sehen hier eine sehr kurze Arbeitszeit dieses Protektors. Vom Start der Messung bis zum Peak vergehen gerade mal 1,5 Millisekunden. Die Zeit ist so kurz, dass der menschliche Körper hier extremen Schaden davongenommen hätte. Die Knochen wären gebrochen. Ein Protektor darf nie stören und sollte immer perfekt am richtigen Ort sitzen. Der Rückenprotektor, den auch die Firma O'Neill verwendet hier, hat extrem gute Restkraftwerte und ist ergonomisch so geformt, dass er dem menschlichen Körper immer ganz genau angepasst ist. Beim Rückenprotektor wird die S-Kurve der Wirbelsäule perfekt dargestellt. Eine Abflachung zur Halswirbelsäule hin, dass der Tragekomfort deutlich gesteigert wird. In dieser Position sieht man die Verbreiterung für die Schulterblätter. Und hier haben wir noch Belüftungskanäle. Hallo, ich bin der Gino, Product Manager bei O'Neill. Und wie ihr gerade von Helmut gehört habt, wir haben zusammen neue Protektoren entwickelt. Ich wollte euch nun unser neues Hellraiser Jacket zeigen. Bei diesem Hellraiser Jacket kommen die Protektoren von Helmut und uns das erste Mal zur Geltung. Wir haben speziell für das Hellraiser Jacket neue Kappen für die Schulter, für den Ellbogen und für den Unterarm entwickelt. Hierbei handelt es sich um den bekannten, sehr, sehr sicheren SASTEC-Schaum,
dieses Mal allerdings überzogen mit einer speziellen Folie, exklusiv für O'Neill, die besonders strapazierfähig ist und sehr, sehr kratzfest. Das meint, ihr könnt also wirklich stürzen über Steine, über Felsen, über Asphalt. Diese Kappen werden nie verschleißen oder nie zerkratzen. Bei diesem Jacket außerdem weiterhin übernommen das bekannte Rückenteil, was ihr schon vom Mad-Ass Jacket kennt. Es gehört zu den besten auf dem Markt, was es zurzeit gibt. Es deckt den Rücken großflächig ab und vom Schutz her sucht es natürlich seinesgleichen. Insgesamt kann man sagen, dadurch, dass wir die innovative Technik von Sustic nun nicht nur im Rücken haben, sondern auch gleichzeitig für Schultern, Unterarm und Ellbogen übernehmen konnten, ergibt sich wirklich eines der sichersten Safety Jackets derzeit auf dem Markt. Neben dem Hellraiser Jacket haben wir dieses Jahr exklusiv bei O'Neill eine neue Rückenprotektor-Weste im Programm. Sie hört auf den Namen Magnetic. Die Magnetic-Weste nutzt den gleichen Rückenprotektor wie unser Mad-Ass Safety Jacket und das Hellraiser Safety Jacket. In diesem Fall ist das Rückenteil noch etwas größer geschnitten. Es reicht höher bis an die Halswirbelsäule, ist dadurch noch ergonomischer, noch sicherer und passt sich einfach insgesamt etwas besser noch dem Körper an. Jeder kennt bisher den bewährten O'Neill Dirt Kneeguard. Er hat sich eine große Fangemeinde aufgebaut und ist ein wirklich heiß begehrter Knieschoner. Wir haben uns gedacht, wie können wir diesen Schoner noch besser machen und haben mit Sustic zusammen eine spezielle Knieplatte entwickelt, die bei diesem neuen Knieschoner, dem Nachfolger oder einer Ergänzung, einer Evolution des Dirt Kneeguards, genannt Sinner, seinen Einsatz findet. Dieser Schoner hat den gleichen Shape, er hat den gleichen Sitz wie der Dirt Kneeguard, lediglich sind die Polstermaterialien komplett aus Sustic gefertigt. So ergibt sich ein wirklich extrem guter Dirt-Schoner, der sehr, sehr weich ist, sich dem Körper, dem Knie extrem gut anpasst, dadurch das Knie flächig abdeckt und extrem sicher ist. Ein wirklich tolles Teil.